Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Jawohl, wir sind hier irgendwie in der Nähe von Jamaica Plain. Ach, hier waren wir ja schon mal, ne? Ja. Suchen wir nach dem Schatz? Sicher. Ich hatte immer Angst, das wäre so ein metaphorischer Mist. Der wahre Schatz bist du. Du bist kein Schatz. Das glaub mir mal. Gut, hier ist ja... Ah ne, guck mal, hier können wir sprinten. Schau mal einer, guck. So, wo sind denn hier noch Gegner? Ich meine, die haben wir ja letztens schon relativ gut vernichtet. Ich wollte ja eigentlich mal sowieso mal hier gucken, wo man denn hier noch Gegner hat. Weil die Werkstatt habe ich ja schon vorher gefunden. Nein, Hilfe. Habe ich aber eine Angst. Aber Piper schießt ja direkt mal. Ist das irgendwie ein Grafikfehler oder Spielfehler oder warum schießt die auf einmal? Ich habe sie als ziemlich unnötig in Erinnerung, also... Und daher bin ich gerade so ein bisschen erstaunt, dass sie tatsächlich mithilft zu schießen. Nicht wahr? Ihr alten Schimmelgule? Na gut, schimmelt ihr mal weiter. Ich loote hier nochmal alles ganz fröhlich und fidel. Ich habe mich auch schon länger nicht mehr ausgemüllt, ne? Aber ich habe auch schon länger nicht mehr wirklich viel eingesammelt. Wow. Bürotür vor allen Dingen. Beste Bürotür ever. Na schön. Ist das ein komisches Geräusch hier? Hören Sie bitte auf damit. Lass mich durch die Tür durch, weil die noch so gut gesichert ist. Oh nein, du bist ja auch noch da. Oh, Hilfe. Noch einer. Vertrocknet auch noch. Tja. Verlieh doch nicht den Kopf, ha? Saul, wer bist du denn? Passwort für der Bürgermeisterin von Jamaica Plain, Sir Zoloband. Gut, gleich mal nach S gucken. S. Armeeuniform. Geil. Brauche ich nicht. Gut, was hat die Alte denn zu vermelden? Die wäre es. S. Da, Sir Zoloband. Wiedergabe. Verdammt, nutzlose Drecksäcke. Als sie ihren ersten Ghoul sahen, sind sie einfach in alle Himmelsrichtungen weggelaufen wie Red-Kakerlaken. Ich habe Monate gebraucht, diesen Einsatz vorzubereiten. Ich kehre jetzt auf keinen Fall um. Okay. Der Schatz wird mein sein. Ah. Wenn ich ihn mit bloßen Händen ausgraben muss. Sie schüttert. Okay. Hat dir wohl nicht so viel gebracht, den Schatz auszugraben. Aber viel Glück beim nächsten Mal, nicht wahr? Da guckst du ganz überrascht. Hä? Nix. Achso. Was denn? Wo denn? Warum denn? Verpiss dich, red nicht mit mir. Such jemand anders zum Reden. Komische Piper, du. Gibt's nicht noch Feinde? Das ist eine schöne Tischlampe. Ein kleiner Bilderrahmen. Von einem stolzen Mann. Kapitän. Irgendwas. Adligen. Menschen. Terminal, was gibt's denn hier Feines? Hau rein. Jo. Ansprache zur Schatzausstellung. Schutzausstellung. Abschlussansprache zur Schatzausstellung. Vierter Entwurf. Liebe Freunde, Nachbarn und verehrte Gäste, wir haben uns hier versammelt, um der Schätze von Jamaica Plain zu gedenken. Unsere Gemeinde mag zwar klein sein, doch sie ist reich an Geschichte, reich an Kultur, reich an Erinnerungen. Und um dieser Erinnerung willen übergeben wir jene Schätze der Erde, auf das kommende Generationen zurückblicken, sich daran erinnern können, wo wir standen und erkennen, wie weit sie gekommen sind. Bittgebet, Pastoren, Versiegelungszeremonie, gemeinsames Essen, Softlawn. Ja, weiter. Nächster Abschnitt, bitte. Ansprache, also das war schon. Okay, gut. Budgetaufstellung. Stadtteilbudget Jamaica Plain, Geschäftsjahr 2077. 1.10.76 bis 1.10.77. Einnahmen, Grundsteuer 190,49 Millionen Dollar. Einkommensteuer 87,16 Millionen Dollar, Finanzausgleich 148,87 Millionen Dollar, Lizenzen und Gebühren 136,9 Millionen Dollar, Gesamt 562,61 Millionen Dollar, Ausgaben, Gehälter und Beihilfen 291,68 Millionen Dollar, laufende Kosten 169,1 Millionen Dollar, Verwaltungskosten 75,36 Millionen Dollar, Sonderfonds für Schutzausstellung 38,79 Millionen Dollar, Gesamt 574,84 Millionen Dollar. Tja, das ist ein leichtes Minus von mehreren Millionen Dollar. Gut, öffnen wir mal den Safe. Einfach mal so, just for fun. Wirklich alles aufheben. Scheinbar. Und welcher Safe? Ach, der da.
mein Bild daran. Ja, ist toll. Toll, toll. Die Ausbeute des Jahrhunderts. Huch, da wollte ich, glaube ich, nicht rein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich liebe dieses Geräusch. Hallo. Was haben wir denn hier? Treasures of Jermac Plain. Come and see. I don't wanna come and I don't wanna see. And I guess they are ghouls. Or not. Gut, auf jeden Fall ist hier ein Tischventilator. Den will ich haben. Ah ja. Extra stark. Das nehme ich gerne mit. Das rauche ich nämlich ganz gerne. Gut, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Der Mandel des Hausmeisters. Oh, was hat der Hausmeister für private Dinge reingeschrieben? Gebäudeverwaltungsprotokolle. Hau raus. Bitte eine Protokolle. Ach toll. 31.07.77. Der Rat hat heute endlich Renovierungsarbeiten am Keller genehmigt. Hat ja auch lange genug gedauert. Gut, dass endlich mal diese undichten Rohre rauskommen. Und vielleicht kann man ja auch die Klimaanlage auswechseln, damit sie nicht mehr jeden Tag zusammenklappt, wenn es über 30 Grad warm ist. Ich bin es leid, das verdammte Ding zu reparieren. 22.08.77. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass ich die Lampe im Pausenraum reparieren sollte. Die gesamte Belegschaft hat gewartet. Wie sich rausstellte, habe ich heute mein 25. Jubiläum bei der Stadt. Hatte ich fast vergessen. Es gab einen Kürren und so weiter. Schwer zu glauben, dass ich mich diese ganzen Jahre über im Keller verkrochen habe. Naja, wenn die Renovierung abgeschlossen ist, dürfte es hier wesentlich netter aussehen. 12.09.77. Die Bürgermeister hat den Verstand verloren. Die gesamten Gelder für die Renovierung werden in ihr Lieblingsprojekt umgeleitet. Dieser lächerliche Schätzeding. Erst heute haben sie alles aus meinem Lagerraum rausgerissen und begonnen, einen Marmorboden zu verlegen. Verrückt der jetzt ja wohl nicht mehr. Was will sie denn darin lagern? Goldbarren? Hoffentlich will er noch was haben. 28.09.77. Ich schwöre, dieser Mist wird jeden Tag schlimmer. Sie bedrängen mich immer wieder bei dem Projekt zu helfen. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Es ist schon schwer genug, überhaupt alles am Laufen zu halten. Am ersten kalten Tag im Herbst fiel die Heizungsanlage komplett aus. Ich habe reichlich Beschwerden erhalten, aber wenigstens war die Temperatur nicht allzu niedrig. Wenn das noch ein oder zwei Monate so weitergeht, werden sie sich wünschen, dass sie vielleicht doch was von dem Geld für die Wartung ausgegeben hätten. Das wäre manchmal praktisch gewesen, so ab und zu mal Geld für Wartung auszugeben. 4.10.77. Letzte Woche waren es Protektrons. Heute musste ich so ein protziges Lasersicherheitssystem einrichten. Das Ding ist ganz schön empfindlich. Um mein Haar wäre ich dabei raufgegangen. Ich verstehe es nicht. Sie haben mehr als die Hälfte des Kellers mit diesem dummen Teil belegt. Die Decke ausbessern oder die Wasserleitung reparieren können sie aber nicht. Die ganze Arbeit wird umsonst sein, wenn das Gebäude darüber zusammenbricht. Ich kann ja nicht glauben, dass der Rat dem zugestimmt hat. 18.10.77. Heute haben sich ganze drei Besucher die Schätze angesehen. Ich bin überrascht, dass es so viele waren. Ich dachte, keiner würde durch die Sicherheitsüberprüfung kommen. Die Bürgermeisterin hat versucht, für den Rat gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber die Stadt hat so viel Geld für diesen unnützen Kram verschwendet, dass ich mich nicht wundern würde, wenn alle abgesetzt werden. Ich versuche erstmal die Rohre dicht zu halten und dafür zu sorgen, dass keine Touristen in mein Büro laufen. Okay, 23.10.77. Ich habe es gehört. Draußen ist es schlimm. Ziemlich schlimm. Es rückt alles irgendwie immer wieder ins richtige Licht, oder? Heute Abend wird es keine Zeremonie geben. Die Bürgermeisterin ist wahrscheinlich schon tot. Ich schließe hier alles ab und versuche dann zu verschwinden. Das ist das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Aber vielleicht hat das ja für irgendwie eine Bedeutung. Irgendwann. Okay, wahrscheinlich war es da dann schon zu spät. Okay. Nehmen wir nochmal die leeren Sachen hier mit. Der Hausmeister ist auf jeden Fall nicht happy. Der ist nicht happy. Erst sollte hier sein wunderschöner Hobbykeller renoviert werden und dann kommen diese Schätzesammlungen einfach in die Quere und dich interessiert das sowas gar nicht von, dass du gerade im Voll das Ding in die Fresse bekommen hast. Gut, dass du einfach so weitergehst. Ich meine, warum hast du das sonst nicht? So, die Kochplatte nehme ich noch mit. Warum, weiß ich nicht. Ich würde gerne die Waffe wieder einstecken, weil ich meine, wenn Piper sich hier hinsetzt, dann was soll hier schon sein? Oh, ein Meisterschluss. Ein Meisterschluss. Da habe ich halt recht meisterlich Respekt vor. Wollen wir mal ganz meisterlich dieses Schloss öffnen. Irgendwie wird das wahrscheinlich schon gehen. Ja, fast irgendwie. Ja, kaputt gegangen. Die erste H-Klammer seit 100 Jahren, die kaputt gegangen ist. Hey, hey. Liegt das vielleicht am normalen Schwierigkeitsgrad, dass die so lange hält? Ich weiß es nicht. Das wär's. Das wär's. Ja.
Ein Safe, cool. Noch ein paar mehr Haarklammern verschwenden. Oh, kaputt. Und nebenbei sagt Piper, alles, was du von Wert hast, das habe ich dir bereits geklaut. Schön. Ja, das ist ja wunderschön. Selbstzielend optimiert, verbessert Laserpistole. Ach, ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie einfach mal mit. YOLO. Ich finde, das Hell ist immer noch viel zu licht. Ja. Genau. Genau so benutzt man die deutsche Sprache. Okay. Hätten wir das auch wieder geregelt, wie sowas funktioniert. Wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Mal kicken, wohin uns der führt. Wahrscheinlich hätte man einfach irgendwie so reinkommen können, aber hey. YOLO, ne? YOLO. Außerdem Erfahrungspunkte. Nö. Da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will erstmal die andere Tür noch glupschen. Glupschi, glupschi. Ah, meine Damen und Herren, hier haben wir uns jetzt eingefunden, um schlafen zu gehen. Gute Nacht. Okay. Ja, hör auf, bitte ausrosten. Was ist hier los? Ah, ist das Laser-Ding, das wir schon von alle gesprochen haben. Okay. Dankeschön. Ich gehe auch gerne weiter. Das ist das, was man immer ganz oft gesehen hat. In dieser Stelle, wo Doc Meat immer wohl liebenswürdig reingerannt ist und das Lasersystem ausgelöst hat. Ja. Ja, gut. Schätze Zugangsterminal entsperren. Passwort der Bürgermeisterin. Jawohl, hau mal rein. Huch. Willkommen, Admin-Login. Jawohl, Zugriff auf das System, bitte warten. Sicherheitstürsteuerung und Tür öffnen. Vielen Dank. Aber wenn wir etwa die super mega geheimnisvollen Schätze von Jamaica Plain erkunden. Uiuiuiui. Hoffentlich habe ich genug, ne? Genug Platz für die ganzen Goldbarren. Wahrscheinlich ist es nur Silberbesteck. So, jetzt brechen wir einfach mal so voll krass ein hier. Einfach nur just for fun. Ja, bin drin. Scheiße, nicht sagen, verdammt nochmal, ja. Okay. Einfach mal aktivieren. Habe ich den jetzt aktiviert? Ich sehe es am aktiviere dich. Verdammt, ich habe ihn doch aktiviert, oder? Also, Persönlichkeitsmodus. Konstruktion. Dann gut. Okay. Tja, das funktioniert ja da hervorragend. Aber egal. Einfach nur hacken wir den XP wegen. Der Rest ist mir auch egal, ja. Wozu brauche ich Protektrons? Ich habe ein Schwert. Geschafft. Geschafft, sagt er. Gut, Protektronsteuerung nicht aktivieren. Aha, Persönlichkeit. Und du wirst Erste Hilfe. Das ist denn cool. Gut. Ja, Konstruktion der Erste Hilfe. Nicht wahr? Hallöchen. Oh, versperrt. Uiuiui, da ist bestimmt super Kleber drin. Geschafft. Doch nicht. Kein Superkleber für mich. Na, spielst du wieder Counter-Strike? Oder Kuh? Gut, mal gucken, was es hier so gibt. Ich speichere mal vor sich selber ab. Und aktiviere mal den Knopf. Finde die Schätze. Das war's. So. Wollte gerade Lichter machen. Das sind ja Schätze. Uiuiui. Richtige Schätze. Beschädigt dieses Geschichtsbuch, verdammt. Die einmalige Geschichte, der legendäre Schatz von Jamaika. Oh. Ja, es ist eine recht magere Auswahl, aber ich nehme es trotzdem mit. Da auf dem Tisch lagen wahrscheinlich noch interessantere Sachen. Beschädigt das Buch. Ich will diese Musketen haben. Sauberes grünes Kleid. Polunder und Hose. Polunder. Plunder. Plunder. Okay. Bestätigt dieses Buch. Trader Anflagge. Schatzbestand. Hören wir es nochmal an. Lesen wir es nochmal. Willkommen bei den Schätzen von Jamaica Plain. Warten Sie bitte hier einen Eintrag, um eine Liste deren diese Herausstellung gehaltenen Objekte anzuzeigen.
Allgemeine Aufstellung. Bestand, Anleitung für Holobänder, Begrüßungsnachricht der Bürgermeisterin, Audio-Holoband, Schatzbestand, Daten-Holoband, Terminal mit Holoband-Abspielgerät, Robcom-Modellen von 2076, Globus, Gestifte von der Hyde, Charter, oder Charter School, whatever, Veteranenflagge, Anchorage, Private McKinney, Kinney, was auch immer, amerikanische Flaggen, zwei Exemplare, Gestifte von Colonel Nelson, US Army, Hom Dulst Zigarren 2077. Ich kann schon nicht mehr lesen. Ausgewählte Arbeiten zur Geschichte von Jamaika Plain. Verzierte Vase, Gestifte von Dawnshire Pottery Inc. Cool. Nachrichten und Literatur. Ausgewählte Erzählungen und Sachbücher. Ausgewählte Zeitschriften, Gestifte von Robco Industries. Jamaika Plain 200 Jahr Feier Nachrichten, Gestifte von Buggle. Andenken von Imps, Stallman, Reporter, kanadische Annektierung. Ah ja. Wissenschaft und Medizin. Ja, ja, das haben wir ja schon alles eingesammelt. Kunst und Leben, ganz spannend. Und Sport und Freizeit haben wir natürlich auch noch dabei. Gut, ist sehr cool. Was haben wir hier? Willkommen zu den Schätzen von Jamaika Plain. Hi. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. War nicht so viel. 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen Jawohl. Von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaika Plain. Aus einer solchen Gegend habe ich mir mal ein paar Teile für unsere Druckpresse geholt. Kaum zu glauben, dass so ein kleiner Ort eine eigene Zeitung hatte. Ja, was mich teilweise noch mehr erstaunt ist, dass die genau wusste, dass es 200 Jahre sind. Aber hey, Bestverschläge der World Series. Kleine Chance darauf, Gegner wegzuschleudern. Geil. Krass. So, mal gucken, was hier noch so drin steht. Wahrscheinlich genau die gleiche Scheiße. Über dieses Terminal können Sie Holobänder abgespielt werden. Naja, okay, das ist ja... Das ist ja faszinierend. Also dieser Schatz, der war ja wow. Gibt es denn irgendwie noch ein geheimnisvolles... Ich meine, das Alter dafür... Ich meine, come on. Dafür so krass viel Geld ausgeben, das ist doch ein Witz. Das ist doch mehr als ein Witz. Hier muss es doch noch irgendwie ein super geheimnisvolles Geheimnis geben. Ich noclip hier gleich durch die Wand und guck nach, ob es geht, ob es was gibt, ey. Hier, ich kann ja auch so durch die Wand glitschen. Nichts da. Aber Alter, come on, das ist doch scheiße. Naja, gut. Tschüss, Piper. Scheiße. Ich wollte es ja einsperren, ging aber nicht. Ja, das war dann wohl der super geheimnisvolle, super spannende Schatz von Jamaika Plains. Ich bin ja beeindruckt. Huiuiui. Oh Junge. Na gut, gehen wir mal raus und säubern hier diesen Ort noch finally, damit wir hier die Werkstatt benutzen können und das lustige Ding bauen können. Dann sind alle happy. Happy Birthday. Oh yeah. Okay. Einmal hoch. Alles in Lot auf dem Boot. Alles in Buddha auf dem Kutter. Heute essen wir mal Kot. Ach, guck mal. Juhu, ich kann die Werkstatt benutzen. Erstmal den ganzen Müll wegmachen hier. Bringt zwar nicht viel, weil noch mehr Müll runter ist, aber hey. Wow, bloß nicht da hinten noch weiterbauen lassen. Das. Oh, wow, nein, gib mir bloß nicht einen zu großen Radius für diese Stadt. Ich bitte dich. Der Parkplatz hier ist schon viel zu übertrieben. Nimm das weg. Ich will hier gar nicht bauen können. Oh nein. Strukturen plus. Warte, schon mal ein Plus. Ich weiß es nicht, ich habe so lange nichts mehr gebaut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man baut. Guck mal, das haben wir schon dabei. Bauen wir mal den Rotz hier hin. Ich denke mal, das ist eine gute Position. Aber das denke ich auch nur. Vielleicht ist es auch eine beschissene Position. Ich baue es einfach hier nicht. Guck mal, einmal hingebaut. So. Pep. Da haben wir es. Wollen wir noch ein zweites bauen? Ich meine, können noch zwei bauen. Macht ja nichts. So, weg damit. Weg damit. Alles weg hier. So. Na gut, dann haben wir das schon mal gebaut. Ach, benötige ich noch Energie? Wie viel Energie benötige ich das denn? Können wir nochmal Baumine gern?
benötigt Energie. Ja gut, das ist schon mal schön, dass wir wissen, dass es Energie benötigt. Aber es sagt uns natürlich nicht, wie viel Energie genau. Darum bauen wir einfach mal irgendeinen Generator. Nein. Ich denke mal, der wird ganz gut sein. Ja, scheiße geil, ne? So, dann holen wir uns noch ein Kabel hier ran. Das geht natürlich nicht, das wäre zu einfach. Dann müssen wir wohl höchstwahrscheinlich das nicht bauen. Wo ist denn das hier, verdammt? Obwohl, wir können das hier eigentlich auch hinbauen. Können wir, Entschuldigung, fallen gegen das Mikrofon gehauen. Dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Typen vielleicht hier so, ne? So. Gut, das hat nicht unbedingt funktioniert, aber der Gedanke zählt. Wo war denn das hier, was ich suche? Hier, das hier, so ein Rotz hier. Vielleicht muss man das auch gar nicht mit Strom versorgen. Das sagt einfach nur, hey, versorg mich mit Strom, aber du musst nicht. Ja gut, nicht wahr. Mehr kann ich nicht machen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann erstmal von Fallout 4. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde hier gleich noch ein bisschen offscreen aufräumen und so einen Scheiß. Und ja. Hallo Piper. Dann schauen wir mal, was wir so für spannende Sachen machen können, nicht wahr? Bis dahin. Tschüss.